Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elden Ring Shadow of the Erdtree Tree Part 23. Tja, beim letzten Mal sind wir hier mit einem Sarg in eine neue Gegend gefahren, sozusagen, ne? Also vom Schloss aus. Kann ich nochmal zeigen, wie das heißt. Genau dieses hier, wo höchstwahrscheinlich Mesmer drin sitzt, also gehe ich ganz stark von aus. Schattenbergfried, genau. Na, jetzt sind wir hier, Wasserstelle des Schlosses. Und ja, hier werden nach und nach irgendwie Gegner erweckt. Wodurch auch immer. Also keine Ahnung. Wodurch die wach werden. Aber ja. Das sind Gegner, die mir immer so ein paar Problemchen bereiten. Und aus dem Grunde. Und hier ist immer noch, genau, wir können immer noch den Mimik rufen. Was darauf hindeutet, dass hier vielleicht doch noch der ein oder andere wach werden könnte. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal was ausprobieren wollen. Ah, und zwar würde ich jetzt meine Waffe mit Eis durchwirken. Vielleicht hat man damit bessere Chancen gegen die Biester. Was heißt bessere Chancen? Also man kriegt die schneller klein einfach. Ne? Dass sie schneller, bei denen schneller die Haltung bricht und dergleichen mehr. Ich werde es einfach mal... Oh, Siegen des Schattenreichs. Okay. Ah, okay, ja. Wir können ja mittlerweile unser Pferd auch weiter. Ah, das ist schön. Oh, wir haben immer schon Stufe 8. Das ist ja auch nicht so schlecht, aber ihr habt es ja gesehen, wie lange ich trotzdem brauche, um auf die Gegner einzuhacken. Gut, jetzt sind jetzt wahrscheinlich auch schon stärkere Exemplare, kann ich mir vorstellen. So, war eine Kriegsasche. Genau, hier kann ich jetzt... Naja, wir haben ja das Puku, das lasse ich aber drin. Und dann können wir ja giftig sogar machen, ne? Schwer, solide. Ach, Eis kann ich hier gar nicht machen. Oh, das ist ja doof. Blutig, wertig, solide nur. Hm. Ja. Löst Blutverlust, löst Vergiftung. Ja. Ist ja auch nicht schlecht. Also ziemlich hohe Chance auf Vergiftung. Ah, ich habe aktuell Okkult. Na gut, das kann ich auch ändern. Ne? Also, was ist denn das hier? Frostnebel. Machen wir das mal, ja. Magisch, eisig. Aha, löst Blutverlust aus nur 50. Das ist dann sehr gering, aber löst Blut, Frost aus ist dann wesentlich höher. Okay, Frost wird nur bei Eisig natürlich ausgelöst. Na, logisch. Ja, gut. Aber das haben wir dann beides gleichzeitig. Blutung und Frost. Was jetzt auch nicht so schlecht ist. Wie viel haben wir denn? Oh Gott, Gott, ja. Der Schaden ist natürlich rapide ab, ne? Leider. Hm. Jetzt ohne Buffs, muss man dazu sagen, ne? Ah, mal die ausprobieren hier, die Kriegsasche. Moment. Ah, okay, das ist ja geil. Obwohl, die bleibt eine Weile, die Wolke, wa? Ja, ist nicht so schlecht. Kostet aber ziemlich viel. Naja, gut. Ich wollte ja sowieso noch ein bisschen leveln. Kann ich das denn? Nein, aktuell kann ich nicht mehr leveln. Na gut. Bauen schon knapp 200.000 für die nächste Stufe. Das ist schon amtlich. Das ist schon amtlich. Oh Gott, ohne die Skadu-Baum. Hier wird ja auch angezeigt, die Angriffskraft ohne Skadu-Baum-Fragmente. Dann sind es gerade mal 600 noch was. Also, wenn wir jetzt wieder im Grundspiel unterwegs wären, das ist erheblich weniger. Krass, was das ausmacht, Leute. Wahnsinn. So, erstmal wollte ich mich hier näher umsehen. Das wird so seinen Grund haben, ne? Dass man hier nach wie vor die Mimiktier rufen kann. Oder irgendeine andere Asche, die man wahrscheinlich sehr nützlich ist, sagen wir mal so. Hier wird es ja auch wahrscheinlich wieder sehr viele geben. In Schatten landen. Das ist das hier. Der sieht noch sehr intakt aus. Ah, ist da ein Eingang? Nö. Nö, hier ist kein Eingang. Na gut, da muss man anderweitig da irgendwie rein gelangen können. Denke ich mal, dass man da reinkommt. Ah, hier ist wieder was. So ein Ofengesicht. Also, die hat es hier reichlich. Also, falls man die braucht für Crafting-Material, ne? Hier sind die reichlich vertreten, diese Ofengesichter. Hier war ich ja auch schon. Ich einmal gejagt wurde von einem. von dem einen. Ja, genau, hier hatten wir ja das Fragment gefunden. Für die Asche, für die Kriegsasche. Also die ist jetzt nochmal stärker. Ja, das hätte ich vielleicht eher
verwenden sollen. Ah, hier kommt man vielleicht rein. Nee, das ist zu hoch. Da kommt er nicht rein. Du kommst denn nicht rein. Schade. Und ein Froschli. Ah, hier hat es jetzt wieder ein paar Gegner. Okay. Na, einen sehe ich. Einen ganzen. Wow. Aber das macht bei denen richtig Schaden. Stelle ich gerade mal fest. Obwohl, sonst sind die One-Shot, glaube ich, ne? Ja, die waren One-Shot, stimmt. Mit meinen anderen. Mit meiner okkulten Durchwirkung. Naja, ich glaube nicht, dass hier eine Illusionswand ist. Also, das glaube ich nicht. Wäre Wahnsinn. Obwohl, man weiß ja nie, ne? Aber hier steht bestimmt Lügner oder so. Kein Pferd voraus. Ja. Oder ist hier ein Dungeon? Kein Pferd voraus. Was soll denn? Ja, hier ist kein Pferd, ist schon klar. Verborgener Pfad. Nee, das glaube ich nicht. Ich meine, man weiß nie, aber wir können es ja mal definitiv testen, weil wir haben ja schon festgestellt, ne? Mox respektive Margitskette wirken hier. Ah, in den Schatten landen, aber hier wirkt es nicht. Das heißt, das ist eine Lüge. Und viele haben sich an dieser Lüge beteiligt, deswegen hat er so hohe Aufrufe, diese Nachricht. Die Menschen werden doch immer schlechter. Mein Glaube an die Menschheit ist erschüttert. Einmal mehr. Magier hat es hier auch. Oh, so fies. Ah. Die sind, glaube ich, relativ resistent gegen Frostschaden. Hier sieht es fast aus wie so ein... Okay, die Nachricht ist gerade verschwunden. Okay. Warum auch immer. Ah, kommt man hier rein? Vielleicht ist hier irgendwo noch eine Truhe oder so. Nee. Nö. Hier ist gar nichts. Ah, hier kommt man hoch. Okay, ich sehe schon. Ah, oh, verborgene Krieg. Oh, das ist gut. Damit kann man die Kriegsaschen duplizieren. Dann kann man sie auch für mehrere Waffen verwenden. Gleichzeitig, ne, wenn man das möchte. Wenn man von einer Kriegsasche wahnsinnig angetan ist. So, warum ist denn das hier? Hier ist eine Nachricht. Objekt versuchen. Aha. Oh, ach, das Steinchen. Nett. Ich freue mich trotzdem drüber, ne? Obwohl ich die ja massenhaft kaufen könnte, aber weil ich es vielleicht mal tun sollte. Bei nächster Gelegenheit. Werfen voraus benötigt. Ah, okay. Alles klar. Ich muss hier irgendwas reinwerfen. Werfen voraus benötigt. Sozusagen Feuer verursachen. Versuchen. Oh je, und dann wird der aber... Ah, dann war es ganz gut. Okay, deswegen können wir ja nach wie vor die Kriegsasche... Also man kann ihn wohl aktivieren, freiwillig. Warum sollte man das tun? Na, wahrscheinlich damit man da reinkommt oder was? Macht er denn den Eingang frei oder wie? Ja, da geht's ja rein, ne? Offensichtlich, und der steht davor. Der blockiert den Eingang. Hätte ich mir fast gedacht. Aber ich dachte, der wird von allein lebendig. Also man muss den auch noch, okay, lebendig machen. Mit was... Moment, wir haben doch da die Nachricht erhalten, ne, mit irgendwas, mit Wirbelwind und so, mit einer Bombe. Irgendwas war doch hier mit Bomben. Moment, ich muss mir das nochmal ansehen, diese Nachricht. Ah, genau, des Ofenbesitzers. Feuertöpfe fernhalten, an Feuertöpfen müssen wir verwenden, wenn der Golemofen brennt. Und ich will um Himmels Willen keine Töpfe sehen, die flammende Wirbelwinde erzeugen. Aha, na Moment mal, Objektherstellung. Können wir das schon herstellen? Flammender Wirbelwind, nee, schwerer Feuertopf, schwerer Ofentopf auf Gegner werfen, um einen flammenden Wirbelwind zu erzeugen. Na, dann haben wir doch was hier. Hm. Ich stelle mal zwei, drei kann ich maximal herstellen, okay. Das ist ja wenig. Aber wir haben doch so viel Zeug erforderlich. Aha, im Inventar. Wir haben doch jede Menge von dem Mist. Warum können wir nicht... Ach so, weil ich so wenig Töpfe habe, ja, logisch. Na gut, dann will ich nur einen herstellen, weil... Ach so, den brauche ich jetzt hier, ne? Aha, na gucken wir mal. Ah, dann war die Nachricht hier wirklich sehr nützlich. Flammenden Wirbelwind, genau, das ist wohl das Schlimmste, was passieren kann. Oh, vielleicht reicht ja auch der hier, die habe ich ja gefunden. So. Warte mal, mach die mal raus, mach den mal rein. Ich versuche mal erstmal den hier. Da habe ich immerhin zwei davon. Wie war denn das?
Ist wie eine kleine Feuerbombe, also passiert gar nichts. Aus Dark Souls 3, so die. Na, mal sehen, da muss ich doch einen großen nehmen, ja. Hoffe ich mal, dass das was bewirkt jetzt. Wir haben ja nichts zu verlieren, ne? Außer ein Topf. Oh, scheiße, ja, er bewegt sich. Na, gucken wir mal, ob Eis jetzt mehr bringt. Oh, doch, ja. Oh, oh. Ah, ne, das Springen nutzt auch nichts. Ha, ich wollte mich heilen. Gut, das war ich. Ah, verzittelt. Ich hoffe mal, der ist jetzt nach wie vor lebendig, weil sonst müsste ich einen weiteren Topf opfern. Gut, ich müsste ja nicht gegen den kämpfen, rein theoretisch. Ja, ist. Genau, Licht haben wir angemacht. Heilung ist ausgewählt. Perfekt. Ja, das macht ein bisschen mehr Schaden, habe ich den Eindruck. Na, mal sehen. Vielleicht wird er dadurch auch schneller gestaggert, ne? Oh Gott. Ja, er macht den Wirbelwind. Ja, das ist ganz gut. Jetzt haben wir den Buff. Oh ja. Wie man es nimmt, ne? Achso, ich könnte ja hier auch die... Ja, die Kriegsasche verwenden, ne? Also es geht nicht schneller. Nicht wirklich. Naja. Wieder mal cool gesprungen, ja? Komm. Oh, der hält da was aus hier. Ja, gute Junge. Wir müssen rechtzeitig. Ah, okay. Rechtzeitig springen, dann geht das schon. Sind ja, wie gesagt, die sind ja auch nicht schwer. Also, ja. Die sind einfach nur ungelenk zu bekämpfen halt. Oder ich nehme einfach das Item, was da ist. Und obwohl, man kriegt ja mal was Schönes von denen. Na, ja, möchte ich natürlich nicht aussparen. Möchte natürlich mitnehmen. Ne? Alles, was uns helfen kann eventuell. Ja. Ja, steckt ja noch so in der... Ich habe 10 Minuten oder gefühlt... Ja, nicht Minuten, aber Sekunden früher gedrückt. Und dann irgendwann kam erst der Schlag. Wahrscheinlich, weil die Ausdauer weg war. Ich weiß nicht. Wow, das ist das erste Mal, oder? Nee, oder? Also so viel bringt Eis nicht. Hm, ich weiß es nicht. Oh, da waren mehrere Gegner in der Nähe. Hat zu spät gerollt. Und schnell hochheilen. Komm. Erstmal springen. Heilen. Träne rufen. Ich weiß nicht, hat jetzt nicht so wirklich viel gebracht. Mit dem Eis. Gut, den werde ich wieder ändern. Jetzt hat er sich auf meine Träne wieder festgelegt. Was ganz cool ist, also wenn er abgelenkt ist, obwohl... hat er mich trotzdem angegriffen. Heil dich doch mal. Also manchmal heilt er sich dann auch nicht. Wie gesagt, die Steuerung zu Pferde ist hier irgendwie so ein bisschen tricky. Okay, er ist tot, wa? Ja, dieses Arsch ist wieder tot. Das ist echt krass. Was ist denn das? Ein Spring doch mal. Jetzt hatte ich aber nicht noch Ausdauer. Ja, jetzt brauchst du mehr Springen. Also ich sehe nicht, dass das mehr Schaden macht. Oder ich muss das wirklich erstmal buffen, ne? Ja. Werde ich erstmal probieren. Geil. Ja, das kann ich jetzt nicht wegrollen. Boah, was ist denn das? Verstehe ich nicht. Also, ich werde aus dieser Steuerung nicht schlau. Warum? Naja, mach das ruhig. Jetzt. Oh ja, jetzt. Okay, man muss es buffen. Man muss sich buffen, aber das wäre jetzt wahrscheinlich sowieso passiert, oder? Das komme ich dann hier ran. Na gut, der liegt eine ganze Weile. Okay. Ja, man muss sich buffen. Alles klar.
Nur mit dem Buff wird's. Oh ja, dann macht es ordentlich Schaden, ne? Okay, ich nochmal, komm. Den Frostnebel hier. Ich hab ja noch genug Saft. Und nochmal? Nee. Na, ich bin mal gespannt. Oh, doch. Das, na, nee. Macht jetzt auch nicht so viel Schaden, finde ich. Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Warum ich da immer noch getroffen werde von dem Mist. Okay, jetzt macht er wieder mit beiden. Ah ja, muss wirklich im letzten, allerletzten Augenblick springen. Dann bringt das was. Oh je, jetzt ist der Buff weg. Okay, Achtung. Ich krieg's nicht gebacken. Also irgendwie könnte ich, da könnte ich wirklich Hilfe gebrauchen, ja. Oh, obwohl jetzt. Aha. Nee, Moment. Er steht nur da. Ah, jetzt hätte ich mich buffen können. Das wäre der Augenblick gewesen, um sich zu buffen. Alles klar. Aber ich möchte jetzt lieber auf dem Pferd bleiben, das ist mir jetzt sicher. Als mich jetzt zu buffen, ey. Jetzt habe ich den schon so weit runtergekloppt hier. Unseren tollen Riesen-Golem. Wow, okay. Ah, es ging aber doch schneller. Macht ja trotzdem Eisschaden. Also gefühlt geht es schneller. Muss trotzdem verdammt aufpassen, aber ich habe jetzt so den Eindruck, ich bin ihm bald so gewachsen wie... warum auch immer. Wie gesagt, ich verstehe das nicht. Was da die Hitbox ist und was nicht. Vielleicht ist es auch noch ein bisschen buggy. Das kann natürlich durchaus sein. Wird ja immer noch fleißig gepatcht, ne? Aktuell. Das heißt, es ist noch nicht final. Die Fassung, die wir gerade spielen. Okay. Und jetzt erst, genau. Ah, das haben wir schon raus, ganz gut. Immerhin. Komm jetzt! Stirb! Oder fall um. Erstmal. Aber das ist ja quasi ein Todesurteil. Dann nenn dich mal... Ah, jetzt bin ich zu früh gesprungen, aber... Oh, oh. Immer im letzten Augenblick, ne? Wenn der Fuß... Oh Gott. Aufkommt. Okay, das war... Das war unser Freund. Na, das klappte ja... Also ziemlich gut. Diesmal, ne? Muss ich ja mal sagen. Oh, 14.000 bringt das auch. Und was kriegen wir? Ui, gesprungene Blutsaugträne. Oder Blutsaugerträne. Und ein Öfengesicht, natürlich. So, dann gucken wir gleich, was er denn da versperrt hat. Wo sind denn die Tränchen hier? Verstärkten Arzneimisch. Angriffe auf Kosten von LP. Das wäre nicht so geil. Kann in einer Flasche gemischt werden. Das resultierende Gemisch erhöht kurze Zeit die Angriffskraft, verbraucht aber LP auf Zeit. Ach so. Naja, gut. Dann kannst du quasi eine Glass Cannon spielen. Eine Kristallträne, die langsam im Lauf der vieler Zeitalter dort heranwuchs, wo sich das Harz des Skadubaums tief im Golemofen sammelt. Ah, deswegen. Deswegen wird er von Golem-Typen da gedroppt. Wie spät haben wir denn? Früh am Tag. Oh, das ist früh am Morgen, okay. Früh am Tag. Oh, fand ich geil, dieses Rätsel an sich, ne? Also, war ja im Prinzip ein Rätsel. Muss man auch erstmal kommen. Aber gut, dank der Nachricht und so, war der gar nicht mal so. Warum nimmst du das Objekt jetzt nicht? Ach, ich muss absteigen. Kannst du dann nehmen. Okay. Ui, steinummanteltes Schwert. Uiuiui, wie cool ist denn das, Leute? Ein steinummanteltes Schwert liegt hier einfach mal rum. Wo ist denn das? Bei Schwertern, ne? Bei Großschwertern? Sieht hier irgendwo ein Ausrufezeichen? Ich nicht, doch da.
Steinemantel des Schwert. Ein Schwert, das niemand aus seiner steinernen Scheide ziehen kann. Relikt einer längst vergangenen Zivilisation, das angeblich für rituelle Zwecke an Altären des Lichts und der Dunkelheit verwendet wurde. Duell. Dieses Talent beginnt mit gerader Schwerthaltung, setzt mit einem normalen Angriff nach, um aufwärts durch die gegnerische Abwehr zu schlagen. Oder mit einem starken Angriff, um mit Anlauf einen Stoß auszuführen. Mhm. Skaliert mit Stärke und Geschick nur. Stärke fehlt uns ein bisschen. Dann könnten wir es rein theoretisch auch führen, aber ja, ich bin ja auf Arkan. Ich hoffe mal, hier gibt es auch geile Arkan-Waffen. Bis jetzt hätte ich noch keine gefunden, oder? Nee. Oder vielleicht ja, aber ich wusste es, weiß es nur noch nicht. Was sind das für ein Biest da? Achso, das sind nur diese kleinen Kängurus da, oder was das sind. Mischung aus Känguru und Eichhörnchen. Also die gibt es ja auch in den normalen Zwischenlanden, ne? Gut, na dann gehen wir mal. Oh, gucken wir mal, was die Kiste bringt hier. Riesiger goldener Bogen. Oh, das ist eine Anrufung oder sowas. Mhm, riesiger goldener Bogen. Quatsch. Anrufung. Nee, hier war eine Anrufung. Riesiger goldener Bogen. Gesetz der Kausalität. Ah, hier ist er. Entfesselt mit einem Schwung des Arms einen riesigen goldenen Bogen. Zauberei der Inquisitoren des Turms, die als Anrufung der Spirale gewirkt wird. Ein Schwung mit dem Arm setzt einen riesigen goldenen Lichtbogen frei. Durch Aufladen verstärkt ihr die Wirkung. Der Bogen ähnelt Stacheln, einem bekannten Symbol für Zwangsverhöre. Okay. Ey, cool. Naja, ist doch ganz nett. Aber nutzen kann ich es nicht, ne? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Ich bin auch gut. Ich glaube, nutzen konnte ich es nicht. Ja, das ist ein X. Nee, kann ich nicht. Außer ich würde halt umskillen, logischerweise. Das kannst du ja jederzeit machen. Man findet ja hier auch wieder neue Larventränen, haben wir schon gemacht. Joa. Aber mehr ist hier nicht, wahr? Na gut, das war ja also relativ cool. Ein Schwert. Und obendrein noch eine Anrufung, die wahrscheinlich auch relativ mächtig ist. Will ich ja gar nicht mal sagen, dass das jetzt so schlecht war. So, mal sehen, wo es hier noch lang geht. Was steht denn hier Interessantes? Vielleicht gibt das Aufschluss darüber, diese Nachricht. Hier. Gnade voraus. Oh, okay. Ja, Tatsache, hier ist eine Gnade. Aha, warum ist denn hier eine Gnade? Gleich wieder. Also jetzt scheinen auch die ganzen Öfen ausgerottet zu sein. Jetzt können wir unseren Kumpan nicht mehr rufen. Achso, ja, ich sollte vielleicht richtig rasten. Ne? Jetzt sind ja keine Gegner. Erstmal. Genau. Ja, keine Sorge, ich werde auch noch mich wieder in Richtung des Schlosses begeben. Keine Frage. Ich möchte erstmal sehen, was hier zumindest ist. Also ich werde nicht allzu... Ah, Gottes Willen. Da geht's ja runter. Richtig tief. Oder soll man da sogar runter? Ja, da sind Nachrichten. Also man könnte wohl. Mhm. Oder darauf. Von da unten aus. Ja. Also man kann da runter. Mhm. Oh, da ist ein Item. Ne? Steht hier wahrscheinlich auch. Oder runter. Runter versuchen. Ah, Rand. Ja gut, das ist natürlich ein guter Hinweis. Ah! Was macht ihr hier? Oh ja, die sind auch ein bisschen empfindlich gegen Eis. Ja, wenn das Eis prockt, ne? Hat ja auch einen Vorteil, wenn es prockt, weil dann macht es noch mehr Schaden. Also dann kriegen die Gegner fortwährend mehr Schaden. Wenn sie so diesen Eiseffekt um sich herum haben, diese Eisaura, sage ich mal, ne? Empfangen sie auch immer mehr Schaden. Oh Gott. Wie viel Prozent? Weiß ich nicht. Was waren das? Ach so. Oh ne, wenn der ihn im Flug erwischt, dann kann das ganz schön fatal sein. Richtig? Aber die machen doch wenig Schaden mittlerweile. Sie sind richtig stark schon. Dank der Skadubaum-Fragmente. So, das ist denn der nächste Patient hier. Ja, prockt sehr schnell nach zwei Schlägen bereits. Gut, das Blut jetzt weniger häufig, ist klar, ne? Irgendein Malus muss man natürlich immer in Kauf nehmen.
So funktioniert Elden Ring, respektive auch Dark Souls natürlich. Aber sonst ist das natürlich nach wie vor ein sehr brauchbares Schwert, sagen wir es mal so. Na, bis ich ein besseres gefunden habe, mal sehen. Und wenn ich jetzt nur auf Blutung gehen will, kann ich ja immer noch die blutige Ströme auch verwenden. Na, die habe ich ja auch ausgemaxt. Boah. Aus dem Grundspiel. Und die macht ja jetzt auch deutlich mehr Schaden, ne? Also, haha, sehr abartig, weil die hier einen Schaden macht. Aber so gesehen sind die Gegner hier härter, klar. Weil man eben diese Fragmente braucht. Die haben das ja extra eingeführt, dieses neue Level-System hier, ne? Weil die Gegner eben härter sind. Die stecken mehr ein und, ja, teilen mehr aus. So, soll ich erstmal darüber gehen, Leute? Also nicht, kann ich hier rüber? Soll ich da rüber? Warum immer Mist? Ja, das war echt Mist, was es hier gab. Aber ich glaube, ich kann da rüber. Da ist ja so eine Engsch. Na, obwohl, nee. Nee. Hä? Kann ich hier nicht rüber? Nee, ich glaube, das ist zu weit weg. Ich habe versagt. Kein Springen voraus. Ja, das ist ein guter Hinweis. Ah, soll ich denn noch nicht machen? Aber hier vielleicht. Na, ja. Hier geht's runter. Und da auch. Oh Gott, hier geht's überall runter. Das ist noch eine Gnade. Ah, cool. Soll ich erstmal hier runter? Ja, dann gehe ich erstmal zu der Gnade, wenn das geht. Ah, gehen wir erstmal zu. Oh Gott, ist das tief. Kann ich das überleben? Jo, ziemlich entspannt sogar. Hätte ich gar nicht gedacht, der verschätzt mich immer so ein bisschen. Gegner? Käfer? Das sind eigentlich Menschen, ne? Die machen ja. Ja, das sind Menschen, die. Ah, das ist auch irgendein Gezücht. Oh Mann, ey. Leiche plündern. Okay, wo geht's hier lang? Oh, da geht's auch runter versuchen. Okay, ja, das werden wir auch noch machen, aber ich gehe erstmal darüber. Ja, immer eins nach dem anderen. Ich glaube, da oben wäre es auch noch weitergegangen, aber ich möchte nicht zu weit gehen, wie gesagt. Ich möchte ja noch ins Schloss, ne? Klar. Wir wollen ja Mesmer heimsuchen, aufsuchen, wie auch immer. So, jetzt haben wir. Aber es sind natürlich die ganzen Biester wieder da, keine Frage. Steht hier auch runter versuchen, oder? Benötigtes Objekt voraus. Oh, Fernkampf. Aha, Fernkampf. Na gut. Fernkampf ist immer nützlich, wenn man die Gegner erstmal schwächen will. Also ist schon probates Mittel, aber erstmal geht den mal so ein bisschen aus dem Weg hier. Ruf mal Charlottchen. Ja, ich weiß, der Call heißt anders, Sturmwind oder so. Passt ja auch. Weil er ja mal über diese komischen Passagen. Ja, da habe ich ja auch was freigeschaltet, ne? So ein Wind habe ich ja freigeschaltet, damit man wieder höhere Regionen. Ja, genau, box ihn. Ich habe jetzt aber nicht das Trockenblatt-Teil um da. Diesen Trockenblatt-Handschuh. Oh, ja, man kann sie auch gut staggern, ja. Ist okay. Gut, jetzt habe ich den Buff drin. Wie viel Schaden macht? Ah, jetzt ist er wieder raus. Wahrscheinlich nur 1000. 1000 noch was. Also ist jetzt deutlich weniger. Vielleicht soll ich die Affinität wieder ändern, ne? Oh, aufpassen. Ja, man kann ihre Haltung gut brechen. Au, ballert mir trotzdem das Pferd weg. Aber ja, sie haben keine Chance. So oder so nicht. Ja, die sind doch irgendwie empfindlich gegen Eis, zeigt den einen. Ah, ich habe die nicht mal zweihändig geführt. Krass. Kein Wunder, dass ich so wenig Schaden mache. Also das heißt wenig. Der Schaden ist trotzdem ansehnlich. Ja, jetzt haben wir nämlich 1000. Über 1000 immerhin. Zweihändig. Mehr war hier nicht. Also. Ist ja witzig. Man denkt, die beschützen hier irgendwas Besonderes. Ja, und dann ist hier nichts. Einfach nur eine Todesfalle. Naja. Oh, obwohl. Guckt mal hier. Moment. Hier steht ohne. Hier ist so eine Botschaft. Ich werde mein inneres Gleichgewicht unter dem Wasserfall. Hä? Ja, so weiter geht die Nachricht nicht, leider. Ja, die haben mir wieder direkt das Pferd weggeballert. Also ich konnte es nicht mal ohne Trank zurückholen. Also krass. Das kann man generell hier nicht innehmen. Das kannst du vergessen, ja. Weil die so viel Schaden machen.
Also im Hauptspiel war es ja so, dass da einem das nur. Und das. Ah, da ist der Wasserfall. Ist da noch ein Sarg? Ach, nee, da. Ach du Scheiße. Oh je, ich sehe schon, was da ist. Ja. Wenn ich da überhaupt hinkomme, ist das. Ui, Fliegenschimmel? Na, das droppen die Viecher ja ohnehin, ne? Aha, okay, hier geht's nicht weiter. Trockenschimmel. Ah, Schädel. Sehr gut, immerhin kleine Rune. Ah, jetzt wird's jetzt mal hell hier. Das bringt mal ein bisschen Licht ins Dunkel. Kann man hier rumreiten? Aha, ja, das war ich ja schon. Genau, hier war die Gnade. Da hängt auch was. Das ist ja witzig. Das Vieh ist jetzt runtergekommen. Kann man da was machen? Mit einem Pfeil schießen? Ach, deswegen Fernkampf. Ah, das geht nicht im Gegner. Ich soll da drauf ballern. Ich hab's verstanden. Ja. Mag das mit einem. Ja, ich muss wahrscheinlich mit einem Feuerpfeil drauf schießen. Ändere ich wieder die Waffenaffinität? Na, ich weiß noch nicht. Ich lasse es erstmal so. Ich probiere das jetzt erstmal ein bisschen aus. Gut. Ja, nehme ich mal einen Pfeil, einen Bogen erstmal zur Hand. Aber ich habe doch. Ja, den habe ich auf 18 gebracht. Okay, wollte das sagen. Ich habe da schon ein bisschen besseren Bogen. Also ein bisschen ausgebauteren Bogen. Aha. Oh nee. Scheiße. Wo ist denn das hingefallen? Ist das jetzt runtergefallen, das Item, oder was? Also netter Hinweis. Also, die will ich mal gutheißen, die Nachricht hier. Applaudieren, genau. Sehr schön. Jo, dann nehmen wir auch mal, vielleicht mal die blutige Ströme, wa? Habe ich jetzt so selten benutzt und dafür, dass ich die ja ausgemaxt habe jetzt, ne, sollte man sie auch mal ungefähr verwenden. Ja, die Waffen habe ich ja auch. Uchikatana, genau. Ah, Nagakiba. Das kann ich jetzt gar nicht mehr führen. Okay. Das ausgemaxte Nagakiba. Warum kann ich es nicht führen? Stärke. Ah, weil es so viel Stärke braucht. Aber ich glaube, mit der Affinität, wenn ich die ändere und so, dann kann ich das trotzdem führen. Glaube ich jetzt. Ob das wirklich so ist, ja, mal sehen. So, jetzt zeige ich die zweihändig. 1011. Moment. Die ist ja jetzt einhändig, wenn ich auf dem Pferd bin, ne? Ah, jetzt hat er sie zweihändig. Nee, ist auch vom Pferd aus gilt das als zweihändig. Alles klar. 1011, nicht viel mehr. Aber dafür mehr Blutung. Naja, ist egal. Aber wenn hier mehr steinernde Gegner sind, dann nutzt uns das wahrscheinlich wenig. Also da kann ich wohl runter. Und dann können wir auch das andere Item holen, was da durch den Topf runtergefallen ist. Aber hier ist nichts, ne? Und da ist ein Mausoleum, Leute. Na, das gucken wir uns auch alles an. So, mal testen an dem Hirsch hier. Obwohl, Fleisch und Gebeine, glaube ich, kann ich auch kaufen, wenn ich das wollte. Wenn ich die mal bräuchte. Für Pfeile oder dergleichen mehr. Na, falls doch mal ein Riesendrache ist und so. Und man den auf Distanz erledigen kann. So, wo war denn hier der Abgang jetzt? Jetzt muss ich erstmal gucken, Leute. Mich erstmal wieder orientieren. Oh Gott. Das ist so eine Sache. Ja, hier komme ich runter. Okay, hier ist was Wertvolles. Oh, Trockenblatt-Siegel. Ah, ein Siegel. Okay, zum Zauber oder Anrufungen wirken. Aber das war noch nicht sein Innerstes, ne? Sein Innerstes selbst, wie er das ausdrückte. Wo sind denn die bei Waffen? Zauberstäben, sowas, ne? Sind das hier Zauberstäbe? Wie böse nicht. Ja, hier sind noch Zauberstäbe und Siegel. Ja, da haben wir es doch. Trockenblatt-Siegel. Ey, dank dieses Ausrufezeichens, ey, das erleichtert einem alles enorm. Heiliges Siegel, der als Trockenblatt-Sekte bekannten Sucher verstärkt die Anrufung Mikellas. Diejenigen, die vor langer Zeit den Abbau des Erdenbaums in den gefallenen Blättern erkannten, machten sich für eine Schwächung der Ordnung bereit und nahmen einen stärkeren Glauben an. Und dann begannen sie, einem neuen Gott zu dienen. Einem neuen Gott zu dienen, okay. Kein Talent. Diese Waffe verfügt über keinerlei Talente. Besitzt die Waffe in der. Also, besitzt die Waffe in der anderen Hand ein Talent, wird dieses Talent verwendet. Okay. Aha, das kann man übertragen, sozusagen. Aha, hier geht's noch weiter. Okay, Leute, hier komme ich runter, aber wahrscheinlich nur mit Pferd. Da kann ich dann nämlich ein bisschen abfedern.
Nö, muss ich nicht mal. Ich überstehe es auch so, also ist so gedacht. Bringen hier auch die Schafe mehr oder kommt mir das nur so vor? Ah, tut mir irgendwie leid, aber. Ah, ich höre was, ich höre einen Skarabius. Hört er das auch? Hier ist irgendwo ein Skarabius am Start. Hier ist auch ein Wasserfall. Oh, oh. Oh, eins ist runtergefallen. Okay, hier kann ich lang. Also hier gibt es mehrere Optionen jetzt, oh Gott. Da ist ein Wasserfall. Joa, hier gibt es mehrere Wasserfälle. Ich möchte erstmal sehen, wo der Skarabius hier ist. Wo ist der? Da unten? Ja, da ist er. Okay, ich sehe ihn. Den hole ich mir. Nehme ich mir vor. Auf jeden Fall. Ob ich ihn kriege? Naja, wir wissen jetzt, wo er ist. Kann man zur Not neu starten, ne? Ein Quit-Out machen. Sehr schön, den haben wir. Und die Viecher jetzt hier auch. Oh Gott, die halten ja so viel aus, ey. Na, hier braucht wahrscheinlich eher Feuer. Aua! Das ist ja eigentlich ein Feuerangriff. Na, geil. Jo, das tut denen weh. Diese starke Attacke, aber die ist sehr teuer. Hä? War hier schon der Durchgang vorhin? War ich nur nicht gesehen? Jetzt sehe ich wieder gar nicht durch hier. Gut, das war's mit meiner Orientierung. Ja, ich glaube von... Genau, von hinten können sie uns nicht angreifen. No, hier ist erstmal nichts. So, gucken wir mal weiter, Leute. Das ist ja sehr interessant, was hier alles noch ist. Oh, hier ist das Mausoleum. Sollen wir da mal reingehen? Ja, komm. Ah, mal sehen, was das für ein Gegner ist. Na toll, jetzt habe ich alles wieder aufgebraucht hier. Was meinen Superangriff angeht. Aber den werde ich mir, wenn er seine Heilung verbraucht hat, ne? Wenn das wieder so ein Ritter ist, hier so ein Dunkelritter oder wie heißen da, so ein Einsamkeitsritter oder sowas. Ah, jetzt sind wir hier auf jeden Fall, ja, okay. Da jetzt auch runter. Oh je, da sind wieder, seht ihr das, was ich sehe? Sind diese Nilpferde da? Ja, das sind die Nilpferde. Krass. Hier hat es mehrere davon. Ob die auch wieder Skadubaum-Fragmente droppen? Moment, das ist hier ein starker Gegner. Was ist denn das für ein Gegner? Vorsicht vor Hieb, okay. Tapferkeit. Was steht da? Ich gucke mir das gerne an. Manche Nachrichten helfen mir wirklich. Wahrscheinlich schwacher Feind. Hoffen wir mal. Ich glaube es aber nicht. Ehrlich gesagt, die waren hier alle knüppelhart. Bisher parieren, operieren. Umso mehr parieren. Ja, das ist keine Option. Ich habe keinen... Vorsicht vor Nahangriff. Nahkampf, kurz gesagt. Nahkampf ist generell schwierig, das stimmt. Aber wir probieren es trotzdem, komm. Ah, der hat auch einen Katana dabei. Der hat einen Großkatana. Guck mal, wir haben ein kleines. Oh Gott. Jo, der macht ein bisschen Schaden. Aber das Schöne ist, jetzt ist die blutige Stimme wieder aufgeladen, also sprich die FP-Punkte. Aber ich möchte ihn mir ein bisschen aufbewahren, also bis der sich heilt. Und danach gehe ich dann voll aufs Ganze mit der blutigen Ströme. Oder ich nehme dann doch das Großkatana. Großkatana gegen Großkatana quasi. Östliches namenloses Mausoleum ist das hier, okay. Haben wir das auch mal gesehen. Aber ich sollte meine Seelen einsammeln. Gut, jetzt hat er natürlich wahnsinnige Reichweitenvorteil, wenn ich hier mein kleines Katana nehme. Ah, lag hier gleich vorne. Ich sollte vielleicht mal warten. Ja, vielleicht mal auch so einen Sprungangriff machen. Eigentlich sagt man, oder auch nicht. Aber er hat Schaden genommen. Huhu. Oi, okay. Ja. Oder gleichblutige Ströme, dann macht man vielleicht mehr Schaden und kann ihn schnell ausschalten, bevor er sich überhaupt heilen kann. Ne? Dann kommt er vielleicht zu nichts. Wäre auch eine Idee. Ah, die Musik hier ist wunderschön. Aber die kennen wir schon. Ist nach wie vor wunderschön. Oh, nee, erstmal die Seelen, oder? Ja, ja. Oh, das ist eine geile Attacke übrigens. Das ist ein Spezialangriff, glaube ich. Wie oft kann er denn den?
Er hat keine Ausdauerbegrenzung, okay. Und keine Mana-Begrenzung. Ja, da ballert er mir schon fast alle weg. Nett. Irgendwie dauert das mit der blutigen Ströme ewig. Dieser blutige Metzler, so heißt er, ja. Metzler, nicht Metzger. Ah, au. Ich mach den. Ja, irgendwie wird das so nix, glaube ich. Na gut, mit der blutigen Ströme kann man ja schön auf Distanz gehen, ne? Das ist, glaube ich, der größte Vorteil. Junge, Junge, mir bereiten diese stinknormalen Katakomben-Gegner schon so eine krasse Probleme. Oder Mausoleumsgegner. Schon richtig Probleme, ja. Bosse geht eigentlich mit, muss ich sagen, gut. Relana war ein bisschen tricky, aber ja. Ich hab die ja schon relativ schnell in die zweite Phase bekommen. War jetzt auch nicht so. Mit Hexenberg hätte auch deutlich schneller vorbei sein können, der Kampf, sage ich mal so, ne? Dem macht es nur nichts. Der ballert einfach durch. Das ist das Problem hier. Der hat eine Wahnsinnshaltung. Ah, jetzt hat er mal ein bisschen. Der macht das immer wieder etwa. Ja, da kann ich hinrollen, wo ich möchte. Also er trifft mich so oder so. Er ändert ganz schnell die Richtung und stellt sich dann auf mich ein. Also geil. Ist natürlich super. Ja, also man muss sagen, also dieses DLC, oder dieser DLC, der ist auf jeden Fall die Herausforderung, die Spieler vermisst haben, so ein bisschen Elden Ring, würde ich sagen. Also wenn jemand eine Herausforderung vermisst hat. Hier wird er sie finden, definitiv. Also, ja, selbst bei diesen stinknormalen Mausoleumsbossen hier. Ich renne auch immer rennen in den Mist hier. Ja, weil er das auch immer wieder... Der spammt den Mist, ey, ne? Was soll ich denn da machen? Oh, irgendwie kriegt er den Sprungangriff hier nicht hin mit der Waffe. Das klappt nicht so gut, finde ich. Ich treffe den auch nicht. Via Sprungangriff. Ah, oh, jetzt hat ich mal getroffen, wow. Jetzt versucht er das seinerseits, okay? Ja, ja, Stichattacke, ne? Au, ja. Springt einfach über mich drüber und trifft mich trotzdem. Na, das kann ja was werden. Ich mache so wenig Schaden, ey. Leute, warum? Jetzt macht er das wieder, dieses Gespamme, ey. Nee, da gehen wir lieber auf Distanz. Wenn man hier Magier ist, ist es natürlich leicht, das glaube ich. Also, das. Deswegen mit Fernangriff, das kannst du echt knicken. Au. Und? Ja, ich renne nur perfekt. Also ich mache ihm die perfekte Vorlage, biete ich ihm, damit er treffen kann. Ich, ja, repräsentiere praktisch die ideale Zielscheibe. Wenn ich mich da so bewege. Ja, ich muss mal überlegen, was ich jetzt mache. Also entweder mache ich jetzt doch mal eine Großkatane. Ja, blutige Ströme ist eigentlich so stark. Sagen doch alle, ne? So eine starke Waffe. Oh, selbst jetzt, wo sie genervt wurde, so krass und so. Was heißt jetzt? Ist ja schon eine Ewigkeit wieder her, aber... Ich möchte ihn gerne mal einen Backstep. Oh, ballert durch, ey. Er ballert einfach durch. Geiler Angriff, den man einfach so durchballern kann. Ja, warum nicht? Kann man ja mal machen. Auweia, ey. Ist der heftig. Also der ist wirklich krass. Muss man sagen. Also da bin ich echt überfordert mit dem. Der ist mir zu schwer. Ja. Bin nur zu langsam. Gut, ich könnte mich auch buffen. Oder... Weiß ich nicht. Dass jetzt so einen wahnsinnigen Effekt hat. Der spammt den Mist einfach durch. Irgendwas trifft mich immer. Also die Waffe ist nicht schlecht. Ich überlege gerade, ob ich die dann führen würde, wenn ich ihn mal schaffe. Ist das.
Der wird nicht aus der Haltung gebracht. Das ist der Mist hier. Und blutet auch nicht. Bluten kann er auch nicht, okay. Warum blutet der nicht? Achso, weil ein Geist ist vielleicht. Oder? Aber der andere konnte auch bluten, der war auch ein Geist. Der blutet einfach nicht. Kriegst du an? Hat der eine Rüstung, die einen Anti-Blutungseffekt hat oder so an? Weg! Ach, scheiße, ey. Boah, der Schaden. Das ist echt krank. Aber ich hab mir jetzt diesmal meinen schon mal fast bis zur Hälfte runtergekriegt. Ein stinknormaler Mausoleumsgegner, ey. Wow. Das ist echt krank. Ah, das ist wirklich heftig hier. Ah, da muss ja was richtig Geiles geben, glaube ich, wenn man den besiegt hat. Na, die Waffe auch. Kann ich mir gut vorstellen, ne? Dass die super funktioniert. Ich will erstmal meine Seelen holen. Jo, Spam, 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 munter durch. Was soll ich denn da machen? Warten, bis er fertig ist. Ah, Mist, der tut doch alles dagegen, dass man ihn backstabben kann. Ja, und komm denn mal weg. Bei der Reichweite, die er hat. Ja, das war ich ja schon wieder. Dann keine Chance. Oder, naja, gut, war ein verzögerter Angriff. Denn rollen vielleicht, warten. Na, ich krieg's aber nicht hin zu warten. Bei verzögerten Angriffen, das ist meine Nemesis nach wie vor. Da muss ich warten. Einfach mal kurz warten.